dabei. Gut, Fire Emblem Three Houses, beziehungsweise nicht ganz, das ist Heroes. Okay. Ich will Yuen haben, wobei ich muss auch noch Titel und so ändern, das mache ich nochmal schnell eben. Ich muss ja auch nochmal Titel und so ändern hier. Das geht hier so nicht. Also Heroes hat auch schon coole Musik. Heroes. Wunderbar. Und dann auch noch La Twitch. Wunderbar. Dann kannst du ja jetzt losgehen. Hoffen wir mal, dass wir hier Glück haben. Boah, ist halt ein bisschen kompliziert hier. Ein bisschen kompliziert hier so zu spielen, aber bleibt mir ja nichts anderes übrig. Anders kann ich es ja nicht machen. Okay, Lost Lore hole ich mir auch mal schnell ab. Leider kriege ich keine Orbs mehr. Aber gut. Der geilste Modus aller Zeiten, Lost Lore. Tempest Trials, stimmt, das gibt's auch noch. Und natürlich die Forging Bonds. Die gibt's natürlich auch noch. Die könnte ich mir auch noch holen. Aber gut. Nein, Ether Raids. Nee. Brauche ich jetzt hier nicht zu holen. Hi Claude, wie geht's? Wie steht's? Und haben wir noch einen Ike? Okay, interessant. Okay, man sieht's oben, ich habe 193 Orbs. Und nach 40 Beschwörungen kriege ich definitiv einen Evan. Das ist Fakt. Die Frage ist nur, ob ich schon davor schon einen kriege, was ich sehr begrüßen würde. Oder mindestens ein bis zwei. Ja, ich glaube, mehr Orbs kann ich erstmal nicht holen. Also vielleicht mache ich noch, wobei ich glaube, bei den Desert Mercs. Kriegt man da bei dem Dingenskirchen-Event Forging Bonds? Ja gut, Hi Leon und Dingenskirchen. Ah ne, man bekommt dann diese Codes. Ah, okay. Kriege ich sonst Orbs? Ich glaube, nee, Orbs kriegt man hier gar nicht, ne? Ich glaube, Orbs kriegt man hier gar nicht, ne? Nee, hier kriegt man keine Orbs. Naja gut, dann lohnt sich das auch nicht, jetzt irgendwas zu tun. Hier, vielleicht mache ich es gleich noch so im Anschluss. Aber gut. Wobei Special Maps, sind da irgendwas Neues? Nee, da ist auch nichts Neues hier dazu, wo ich Orbs kriegen könnte. Wobei, ich glaube, für einmal Rival Domains kriege ich ein Orb, aber das lohnt sich jetzt auch nicht zu machen. Und Story habe ich auch, ja, da habe ich auch alles durch. Okay. Okay, dann, habe ich nichts mehr zu tun hier sozusagen. Keine Möglichkeit mehr an Orbs zu kommen. Das bedeutet... mein Freund... Meine Lieblingseinheit, hoffen wir, dass ich ihn hier ein paar Mal ziehe. Bei meinem Glück bezweifle ich das. Aber mal gucken. Wenigstens ist ja auch die erste sogar ganz... Ah ja, stimmt, die Tickets. Die Tickets gibt's. Okay, stimmt, die Tickets gibt's. Okay, da kann ich vielleicht nochmal gucken, aber... Jetzt die Tickets holen? Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht hole ich dann ein paar Tickets noch. Aber wird sich eigentlich eher mehr lohnen nach den 40. Naja, mal gucken, wir starten mal. Also rot, definitiv. Ich würde vielleicht noch auf blau ausweichen, weil Ephraim Leon als Duo ist natürlich auch nicht ohne. Aber rot hat definitiv Vorrang. Deswegen. Okay. Was ist die Nummer 1? Okay, die Richtung stimmt schon mal, was ein Magier angeht, aber... Nee. Ist noch nicht so ganz das Wahre, was ich will.
Okay, Robin, der jetzt einen ultra hässlichen prächtiger Held sein kann. Richtig hässlich. Ja, okay, unnötig. Nochmal, wow. Ist nicht so, dass ich sowieso schon Robin plus 10 habe, aber gut. Okay, nächste Runde. Boah, ich glaube, alle drei blauen werde ich aber nicht holen. Ich glaube, alle drei blaue hole ich hier nicht. Ich hole vielleicht ein bis zwei. Aber rot hat, wie gesagt, Vorrang. Okay, der nächste Magier. Also die Richtung stimmt, was Magier anbelangt. Aber wir sind leider noch nicht bei dem Magier, den ich hier sehen will. Und das finde ich doof. Das finde ich sehr doof. Och komm, geh weg, geh weg. Geh einfach weg hier, dich will ich nicht sehen. Geh weg, geh weg. Geh weg, Reinhard, geh weg. Dich will keiner sehen. Oh, also mein Glück, bisher so eher nicht so da. Eher weniger momentan. Eher weniger, aber gut. Okay. Ist immer schön, zumindest einen roten hier zu sehen. Das ist aber auch geil, dass irgendwie bei den Roten nur Magier kommen, irgendwie. Also, kommt hier kein Schwertkämpfer oder so, oder kein Biest. Wobei, ich glaube, gibt es rote Biests mit 4 Sternen, ich glaube noch nicht. Okay, das ist schon mal schön, schick. Das ist schon mal schick. Den ersten Ephraim geholt. Das ist schon mal schick. Also, okay, dann will ich ja vielleicht noch nichts gesagt haben hier. Okay, wir haben ja schon mal noch einen zweiten Ephraim. Also, beziehungsweise für mich ist das schon der dritte Ephraim. Okay, Oscar. Ja, meh. Okay. Ich muss es relativieren. Also, das geht schon mal in eine gute Richtung. Oh, zwei rote. Wobei, es gibt natürlich noch Schwert. Hätte auch bestimmt schon ein Schwertkämpfer hier schon kommen können. So ist es nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Wir kriegen hier nur die Magier, aber natürlich nicht den ich will. Fehlt nur noch, dass wir gleich Hubert ziehen. Hubert. Wobei, wir können auch noch Idun ziehen. Aber, also die ich auch noch da im Bild da hinten habe. Hinata, okay, der erste Schwertkämpfer, okay. Wollte schon sagen, hier, das kann doch nicht wahr sein, hier, dass wir hier nur Dingenskirchen hier kriegen. Kann ja hier nicht wahr sein, hier. Okay, nehme ich noch den zweiten. Wow. Eissterne Effi. Ja, komm, den zweiten Blau nehme ich hier auch noch mit. Okay, 14 von 40. Ich werde natürlich viel jetzt hier verballern. Aber was bleibt denn anderes übrig hier? Tsubaki. So viel Fates hier gerade. Also bis auf Sophia haben wir hier nur Fates gezogen. Wow. Aber gut, wenigstens hat es sich ja schon mal etwas gelohnt, dass wir Ephraim gezogen haben. Also da bin ich ja schon zufrieden. Aber, naja, der Rest bis hierhin war eher so meh. War eher so richtig meh. Oh. Wie viel Race ich hier noch ziehen werde, das glaube ich auch quasi auch nicht mehr. Okay, wir haben knapp ein Drittel. Ein bisschen mehr als ein Drittel voll. Odin. Nicht Owain, Odin. Ist eigentlich Tethys? Ah ja, Tethys ist auch 4 Sterne. Okay, interessant. Tethys kann auch 4 Sterne haben. Interessant. Weil wollte ich ja sagen, weil beim Normal war sie noch nicht 4 Sterne. Aber mittlerweile ist sie ja 4 Sterne. Tethys. Aber gut, ich geh nicht auf farblos. Gehe nur auf Rot und Blau. Ich hätte nicht von Tethys reden sollen, weil dann kommt direkt ein Tänzer. Dann kommt natürlich direkt ein Tänzer. Das war ja irgendwie klar.
Oh, Ferdinand. Ferdinand von Eyre. Cool, aber die brauche ich nicht. Interessant, Ferdinand. Ferdinand von Eyre. Und Silas. Gehe ich noch auf den dritten? Nee. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder ein paar Dinger rausschmeißen. Nein, da wollte ich nicht hingehen. Manage Brackets. Oh, also das finde ich am normalen Handy, also normal einfacher als hier. Das ist sehr umständlich. Aber gut, was macht man nicht alles hier? Normalerweise streame ich auch Heroes so gut wie gar nicht mehr. Wobei, nee, Gordon nicht, aber gut, ja. Bei Gordon will ich ja auch noch plus 10 machen. Die Meme-Einheit von allen gefühlt. Ja komm, du kannst weg. Ferdinand kann auch weg. Soth. Ja, wobei dich kann ich ruhig als Combat Manual machen. Sonst noch irgendjemand, den ich rausschmeißen könnte? Ferdinand. Ich wollte glaube ich irgendwann auch mal Ferdinand plus 10 machen, aber. Ja komm, Laszlo. Ich habe manche hier, die ich einfach nicht über dich früher, wo es das glaube ich noch nicht gab, mit denen, dass man, dass er die Auto favorisiert. Und den Tsubaki kann auch weg. Tschüss, Tsubaki. Achso, Oboro habe ich schon. Ja, die Pala kann auch weg. Einer noch. Ja, komm, Kagero kommt auch weg. So umständlich hier, so umständlich. Ich sagte Kagero. Kagero kommt auch weg. Kagero. Auch wenn Kagero geil ist. Vom Aussehen her, aber nicht die normale Kagero. So, wir sind ungefähr bei der Hälfte angekommen. Okay, hier ziehen wir... Oder soll ich noch auf grün gehen? Weil Garrick habe ich auch noch nicht. Hätte ich sogar nämlich alle. Wenn ich Garrick dann auch ziehe, dann habe ich alle Desert Mercenaries. Ich glaube, ich ziehe sogar einmal... Ich nehme einmal den grünen mit. Dann sind wir exakt bei der Hälfte. Wobei ich schon gefühlt so 80 Dinger schon verballert habe. Mal gucken. Kriege eher Garrick? Nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Definitiv kein Garrick. nicht ansatzweise so gut wie ein Garrick. Okay. Das gefällt mir nicht, dass immer nur ein roter ist, aber dafür so viele blaue. Sowas gefällt mir nicht. Ich hätte lieber, dass wir viel mehr rote hier sehen. Viel mehr rote will ich hier eigentlich sehen. Oh mein Gott. Also ich hätte das eher umbenennen sollen, dass ich eher auf Ephraim gehe, um den mehr zu bekommen. Das ist jetzt Nummer 4. Ich hätte ja wirklich auf Ephraim gehen sollen. Also sagen sollen, so, dass ich auf Ephraim, dass ich viele Ephraims ziehen will. Dann wären bestimmt Juns gekommen. Aber nee. Jetzt kommen ständig nur Ephraims. Wäre geil, wenn jetzt noch einer gekommen wäre. Also das ist crazy. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy hier, also echt. Boah. Also ich glaube, ich peile nur den 40er an. Das wird Ewan sein. Danach, glaube ich, war es das. Also ich krieg wahrscheinlich nur maximal halt den 100, den 40er. Den ich mir ja aussuchen kann.
Soleil. Mal gucken, wir gehen weiter auch auf Blau. Also gut, also ich will mich auch nicht für Ephraim beschweren, so ist es nicht. Gwendolin. Uff. Oh, jetzt kommt aber auch nur noch Müll. Jetzt kommt aber auch nur noch Müll. Ja, komm. Langsam schwinden meine Orbs. Meine Orbs schwinden. Meine hart ersparten Orbs schwinden. La Rochelle. Meine hart ersparten Orbs, die schwinden dahin. Oh Gott. Ja, also solche Dinger will ich eigentlich gar nicht sehen. So, solche Dinger gefallen mir gar nicht. Wo weder rot noch blau ist. Also die gefallen mir am wenigsten. Oh, Beruka. Beruka. Solche Dinger gefallen mir echt am wenigsten. Okay, einmal rot, einmal blau. Sollen viel mehr rote und blaue hier. Also vor allen Dingen rote. Immer nur maximal ein roter. Das ist echt... Selena. Ja gut, also die 40 sollte ich aber schaffen. Bis mit meinem Orb-Konto. Auf die 40 komme ich definitiv noch. Aber... Also, ich will mich nicht beschweren über die zwei Ephraims, die ich gezogen habe, aber... Ja, ich hätte mir das ein bisschen besser erhofft. Sagen wir es mal so. Ich hätte es mir echt ein bisschen besser erhofft. Okay, mal zwei rote. Ich hätte es mir echt ein bisschen besser erhofft. Ohne zu lügen. Okay. Naja. Vielleicht beschwere ich mich auch nicht. Also Hauptsache, ich krieg wenigstens einen. Ich habe die Möglichkeit, einen zu kriegen. Und wie gesagt, vielleicht entschädigen die zwei Ephraims mir auch. Dann werde ich gleich wahrscheinlich live on stream, beziehungsweise live in der Aufnahme hier, weil ich glaube, mir schaut keiner mehr zu. dann noch den Ephraim merchen. Oder behalte ich die erstmal? Vielleicht behalte ich die auch, weil die haben ja doch... Haben wir ja doch nicht so die schlechtesten Skills. Wow, Hanna. Uff. Ja, den grünen hole ich mir jetzt aber auch noch. Ich habe keine Lust jetzt gleich noch hier diesen anderen Modus da zu grinden. Oh! Okay, hi Edelgard. Finde ich auch okay. Hi, Edelgard, wie geht's? Okay, drei rote. Komm schon, bitte. Drei rote. Bitte. Lass die nächstes einmal dabei sein. Oh, für meine Seele, bitte. Weil danach haben wir Eowyn nach diesem Ding, aber... Wäre schön, wenn er noch einmal so dabei wäre. Aber so wie ich das sehe, hat sich das, glaube ich, erledigt. Weil jetzt sind wir bei der 98. Ah, nee, ich brauche doch noch einen. Nehme ich den Colorless. Nee, komm, ich nehme danach noch einmal. Und mir fehlt da doch noch ein. Yes! Yes! Danke! Yes! Hat ein gutes Wesen. Plus Speed, minus Death, okay. Ja, ist in Ordnung. Nicht das Beste, aber auch nicht. Das ist besser, glaube ich, als den ich bisher hatte. Yes, damit hat es sich schon gelohnt. Damit hat es sich jetzt schon gelohnt. Yes. Oh Gott. Wenigstens einmal. Ich wollte ihn nur einmal kriegen. Das reicht mir schon. Wenigstens einmal. Boah, fast 100, 200 Orbs dafür aufgeballert. Okay, noch zwei Chancen haben wir. Zwei Chancen haben wir noch. Bevor er dann definitiv kommt. Okay, ja gut. Also,
Aber gut, also. Okay. Ja gut, kriegt nochmal den Hinweis. Das wäre geil, wenn er jetzt schon direkt kommt, aber. Wobei, sehe. Also eigentlich bin ich nur in der Erinnerung, dass man nur 40 ist und dann war's das. Man darf das nur einmal machen, diesen Circle. Morgen, okay. Oder geht der Circle weiter? Also hier steht 41 von 40. Komisch. Na gut, wir sammeln. Und da ist er, Nummer 2. Kriegst sogar nochmal detailliert die Hinweise, was er hat. So, Ziel erreicht. Ich habe sogar 2 bekommen. Ich hätte natürlich gerne noch ein paar mehr bekommen, aber... Na gut. 2 Juns, 2 Ephraims und eine Edelgard. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Happy to meet ya. So, jetzt bin ich gespannt. Bleibt der Count? Nee, okay, ich wollte schon sagen hier, aber jetzt kann man das gar nicht mehr machen, okay. Was sagt die Rate? 3%. Ja, okay, das lohnt sich nicht mehr für 18 Orbs. Boah, aber das hat mich echt einige gekostet. Hut ab. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, weil das nehme ich jetzt noch mit. Mein bisheriger hat plus hab ja meine Stamp. Ja, nee. Nee, da ist doch Speed um einiges besser. Def hat er auch. Ja, doch, dann nehme ich den anderen. Das bedeutet, wir machen. Boah. LA Grove. Level up. Ist ja nicht so, dass ich nicht genügend von diesen Dingern habe hier. So, du. Ja, also gut. Wir haben, wie gesagt, 2 Ephraims und eine Edelgard und 2 Juwens. Also, ich bin zufrieden. Doch, ich bin zufrieden. Ich hätte gedacht, das geht um einiges, ja, es wird um einiges schlechter hier aussehen. Vor allen Dingen, ich habe hier tatsächlich noch 4-mal die Chance, nochmal einen gratis zu kriegen durch die Tickets. Die mache ich aber nicht in diesem Stream, weil ich habe keine Lust, Forging Bonds bzw. Bande knüpfen jetzt hier zu grinden, weil das ist, denke ich mal, alles andere als spannend. Das ist alles andere als spannend. Aber wirklich alles andere als spannend. Also das will ich niemanden antun, weder in der Aufnahme noch hier, falls irgendwer hier zufällig noch zuschauen sollte. Das will ich wirklich niemanden antun. Definitiv nicht. So. Finde ich aber echt gut, dass ich jetzt sogar noch einen mit besserem Wesen bekommen habe. So, du gehst auf blauer Favorit. Und damit machen wir einen Merch der Allies. Dahin. Nee, Quatsch. Du dahin. Und du dahin. Damit geht's von 38, 49, 36, 20, 35 auf 40, 50, 38, 24, 36. Oh yeah. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr nice. Das finde ich sehr nice. Und das, obwohl er eigentlich nicht gut ist. Ich weiß, dass Juwen nicht gut ist in dem Spiel. Aber ist es mir sowas von egal. Ich habe jetzt einen plus 2 Juwen. Es hat sich mega gelohnt. Was kriegst du hier noch? Attack und Resistance. Das ist mega nice. Mega nice. Mega nice. Also es hat sich wirklich gelohnt hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich auch noch einen zusätzlich kriege. Also ich habe drauf spekuliert. Keine Frage. Aber... ich habe irgendwann nicht mehr die Hoffnung gehabt. Learn Skills. Beziehungsweise, nee. Du hast schon deine Skills. Ich musste ja nur equipen. Naja, genau. Change Equipment. Equip. Nein, keine Seals. Das ist schon ein guter Seal. Braids and Attack Speed. Und dann muss ich ja nur das hier wieder umstellen. Dass du... Rara Blade, genau. Rara Blade war das, genau. Ich habe mich schon verwirrt. Ich war halt schon verwirrt hier.
Ich sehe auch, mein Akku geht langsam leer. Das ist nicht gut. Glimmer. Close Counter. Vantage. Und Threaten Rest. Ne, Rest Smoke. Rest Smoke. Rest Smoke 3. Wunderbar. Das Tolle ist, dadurch, dass er ja jetzt einen Speed Boost hat, werde ich jetzt auch deutlich mehr doppeln, weil das war so ein Problem bei ihm. Er hat nicht immer wirklich gedoppelt und ich denke, das dürfte jetzt deutlich besser sein. Ja, doch, doch, doch. Also ich bin zufrieden hier. Also... Doch, doch, doch. Ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, irgendwer werkelt hier gerade. Naja, gut. Ja, also... Bin zufrieden. Was haben eigentlich die Ephraims noch? Das wollte ich nochmal geprüft haben. Was haben denn die Ephraims noch? Was haben denn die Ephraims noch? Was hat eigentlich Edelgard? Meines... plus Defense. Das ist gut. Damit kann ich meine Edelgard noch mehr boosten. Plus Defense, minus AP und plus Res. Ja, eigentlich... Also entweder verteile ich die Skills oder nutze ich die. Mal gucken. Und natürlich Heavy Blade 4 ist schon nicht ohne eigentlich. Heavy Blade 4 ist schon nicht ohne. Aber gut, Ephraim ist natürlich auch so. Wo ist er denn hier meiner? Also ich könnte eigentlich ein plus 3 Ephraim eigentlich damit haben. Das wäre crazy. Wo habe ich ihn denn? Obtained. Ja, obtained. Müsste schon ein bisschen her sein, glaube ich. Da ist er. Ja. Ja, also er ist plus Speed. Plus Speed. Ob Speed gut ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken hier. Muss ich mal gucken. Aber doch, doch, doch. Ich bin hier sehr zufrieden hier. Doch, doch, doch. Ich bin zufrieden hier, wie das gelaufen ist. Gut, was mache ich denn jetzt noch? Mache ich noch irgendwas hier? Also ich finde, das hat sich mega gut gelohnt hier. Bin echt überlegen, mache ich noch irgendwas? Oder weil ich hatte ja eigentlich geplant, ein bisschen mehr zu machen. Ich habe auch noch gesehen, jemand anders streamt und da würde ich jetzt gerne hinleiten. Ich kann ja nochmal gucken, mein schönes Auto-Dispatch-Results. Der Weg, wie Ether Raids richtig gut geworden ist. Der Weg, wie sie Ether Raids gut gemacht haben, mit dem man es gar nicht mehr spielen muss, diesen blöden Modus. Wunderbar. Haben sie echt gut gemacht, diesen Modus jetzt. Tschüss Corin. Tschüss Hawkeye. Und tschüss... Ja, noch nicht tschüss Minerva. Aber jetzt tschüss Minerva. Konnte mein Ewan gar nichts machen. Aber gut. Wobei, ich würde auch mal sagen, ach komm, für die Feier des, aus der Feier des Tages heraus kümmern wir uns noch einmal um den guten Cormac. Um den guten Cormac hier. Auch wenn ich das schon alles gemacht habe, aber komm, wir kümmern uns noch einmal um ein schönes Solo mit meinem Freund. Um den guten Cormac. Wobei, da muss ich auch die Animation für anmachen. Wobei, muss ich doch nochmal anders hier richten. Boah, 60 Attack mit Boost von der guten Dingenskirchen. Wie heißt sie noch? Ich habe den Namen vergessen. Azura, genau. So, dann lasst die Show beginnen, würde ich sagen. Ich hole mir extra hier den Damage.
Vantage und Vantage und wie heißen die Dinger noch? Ja genau. Vorteil Range und Brazen Attack Speed Range. Boah. Boah, so geboostet. Das ist der Wahnsinn. Wer ist hier schlecht? Wer ist hier schlecht, ne? Wer ist hier schlecht? Jetzt kann mich gar nicht Cormac angreifen. So ein Mist. 97. Wer ist hier schlecht? Wer kann hier nix? So, da ist mein Cursor wieder. Not a problem. Oh, I'll help. Got it. So, und damit Arrivederci Cormac. Tschüss Cormac. War nett, dich gekannt zu haben. Wunderbar. Oh, cool. Ah, ne, Fehlpass. Ich dachte schon, oh cool, ich krieg einfach 3 Sphären nochmal geschenkt, aber ne, es ist Fehlpass. Ja, mache ich nochmal. Ich dachte, ich dürfte es nicht mehr machen, aber... Ach so. Wow, warum gibt man mir den Hinweis, wenn ich es eh nicht mehr machen darf? Egal. Ach, oder komm, wir machen noch einmal, sogar machen wir nochmal einmal ein normales Aether Raids Battle. Mal sehen, ob ich das bereuen werde. Darius, was hast du denn so Schönes hier? Ich glaube, das können wir hinkriegen. Bewegen sich alle nicht. Das könnten wir hinkriegen. Good morning. Könnten wir hinkriegen, glaube ich. Ach so, ihr wird aber kommen. Okay, was mache ich gegen ihr? Ein Dancer hast du sogar nicht. Das ist interessant. Die haben alle sogar gar keinen Special Move. Dann bringt mir ja meine nette Fjorm hier gar nichts. Oh, I'll help. Let's jump in. Let's find happiness. Death's caress. Oh, schöne Fire Emblem. Ready. Echoes Music, Shadows of Valentia. Okay, tschüss Ike. Tschüss Ike. War nett, dich gekannt zu haben. Tschüss Ike. I'll go forward. Ah, schade. Schade. Aber ich krieg ihr trotzdem gekillt. Ich bin sogar überlegen. Ja doch, ich mach das Ding kaputt. Auch wenn dann jetzt Hector kommt, aber ich glaube Hector. Vor allen Dingen vielleicht. Schaffe ich sogar durch. Nee, ich schaff nicht durch ihr Ding. Die sind doch alle so schlecht. Okay. Mach ich auch noch das Ding kaputt. I love you. Und Fjom kommt noch ganz vorne für die Support Range. Easy. I can look after myself. Easy. Easy. Das finde ich geil. Not a problem. So, tschüss Idun. Einfach mal einen Drachen grillen bis zum geht nicht mehr. Maybe this way. So, ich muss ja auch noch die Dinger kaputt machen. Stimmt ja, ich muss ja auch noch die Dinger hier kaputt machen. Ich glaube, ich mache nur... Understood. Ja, komm, ich mache nur den einen kaputt. Ich glaube, zu dem komme ich wohl nicht mehr. Let's find happiness.
Nee, schaffe ich nicht mehr. Ich komme da zu dem Ding nicht mehr hin. Da habe ich ganz vergessen. Ich muss ja noch die Dinger eigentlich kaputt machen, aber egal. Egal. Tschüss, Lucina. Wunderbar. Also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Auch wenn ich halt, wenn das nicht mehr die einfachsten Ether Raids Dinger sind. Das war ja natürlich mehr als easy going. Leider kriege ich keine. Wobei, aber wie ich. Ein Orb lohnt sich auch nicht. Gut. Gut, gut, gut. Aber in diesem Sinne würde ich da mal sagen, ich beende hier diese Aufnahme und beende auch den Stream gleichzeitig, der natürlich in der Vergangenheit war. Ich bedanke mich an alle, die zugeschaut haben oder zuschauen werden. Also es war wirklich, hat sich wirklich gelohnt hier. Wenn ich irgendwann mal wieder Orbs spare und Yun verfügbar ist, werde ich es bestimmt nochmal machen. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwann in irgendwelchen Jahren ja doch mal auf das Maximum hoch mit plus 10. Aber ich glaube, das wird noch Jahre dauern. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, an alle, die zugeschaut haben. Und ja, in diesem Sinne einen schönen Tag noch und bis denn. Und tschüss, euer Jake.